giving her love. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu The Forest. Ja, wir sind noch hier mitten in dem kleinen Bau unserer Strandfestung. Und ich hoffe mal, dass wir da heute ein bisschen vorankommen. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob was alles so einfach funktioniert. Denn die Sonne geht schon wieder unter irgendwie, oder wie? Irgendwie geht die Sonne dauernd unter, wenn wir hier anfangen. Und ich sehe niemanden im Moment. Nein. Ist keiner da. Ich glaube, wir gehen erstmal eine Runde pofen. Machen uns mal hier ein bisschen Feuer. So. Und dann gehen wir eine Runde schlafen. Weil in der Nacht jetzt spielen... Nee, das wollen wir ja jetzt mal nicht ausnahmsweise. Komm. Alter, geh mal eine Runde knacken. So, jetzt gucken wir einfach mal, ob dann Tag wird. Es sieht nicht danach aus. Oh oh. Also wir scheinen irgendwo Besuch zu haben. Dann gucken wir doch mal auf unserem tollen Aussichtsturm. Wenn er da dann mal raufgehen würde. Aber da sehe ich nix. Also ich sehe niemanden. Okay, dann gucken wir, ob wir vielleicht jetzt schlafen können. Ja, es ist hell. Oder es wird hell. Gut, dann sollten wir mal gucken, wie viel von den Lizzies haben wir noch. 3 Stück. Okay. Wird es jetzt hell oder wird es jetzt schon wieder dunkel? Alter Schwede. Das ist aber heute ja sehr suspekt hier alles. Da, 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 da. So, ich fackel euch ein bisschen ab. So. Dann nutzen wir eben die Zeit so ein bisschen, um einzusammeln noch hier. Ah, die Sonne geht auf. Das ist schon mal richtig gut. Und sehe ich irgendjemand von unseren Freunden? Die tauchen ja immer aus dem... Ah, da sind sie. Sie sind da. Sie sind schon wieder da, meine Freunde. Ja, ja, ja. Da laufen sie. 3 Mann. Die sich, glaube ich, noch nicht so wirklich für uns interessieren. Wohl. Wohl. Hallo, hallo. Hallo. Hey, ihr Eierköppe. Hey. Nee, die interessieren sich nicht wirklich für uns. Aber wir könnten sie ja mal auf uns aufmerksam machen. Wow! Okay. Das interessiert sie überhaupt nicht. Aber wir sprengen den halben Strand in die Luft. Jawohl, supi. Wir gehen hier ihre Runden. So, wir müssen auch mal gucken, dass wir auf jeden Fall... Warte, sie bleiben stehen. Wir brauchen noch den einen oder anderen Baum. Aber ich wollte vorher noch was probieren, weil wir hier ja noch nicht so weit sind. Ob wir... Ein Blickchen mal. Boots. Wir haben doch hier so ein komisches Dingen. Okay, das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Da können wir das mal eben ganz schräg hier reinbauen, oder was? Was ist denn das für ein Kacke? Also das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Schade, sonst hätte ich nämlich gesagt, wir bauen uns hier so ein schönes... oh, da ist die Möwe ins Feuer und die nächste... Hätten wir uns hier ein Dings hinbauen können, ein Gezubbelde-Bubble. Sag doch mal schnell. Warte mal, wir machen das hier mal weg. So. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier vielleicht so ein Hausbötli hinbauen.
Das wäre doch mal eine Aktion, oder nicht? So hier so ein Fupp. So ein Hausboot. Bin ich ja mal gespannt. 48 Bäume. Ob das so funktioniert, dann könnte man sich nämlich hier so schön schwuppdiwuppdidu. Hätten wir noch mal eine Unterkunft extra. Ob das dann so funktioniert, schauen wir mal. Wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Oh, Feuer, wir brauchen Feuer. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Bäume. Und dann könnte man das wirklich mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Wir gehen jetzt erstmal Bäume fällen. Dedede. Dedede. Schön aufpassen, ob die Ballerbirnen wiederkommen. Ah, das ist wieder der Baum, den wir nicht fällen können. Ah, geil. Da müssen wir weiter in den Wald hinein. Oh, da habe ich aber Angst hier. Okay, egal. So. Zack, jetzt schaffen wir das. Mal gucken, ob das funktioniert mit dem Hausboot da. Dann bauen wir uns nämlich so eins dahin. Hallo? Einfach mal probieren. So, und? Der Baum fällt. Und wir passen auf, dass die Ballerbirnen nicht wieder hier auftauchen. Ja, so. Dann würde ich sagen, wir machen mal ein Düsentempo. Lalalalala. Und probieren mal, ob wir hier wirklich dieses Hausboot bauen können. Weil das würde mich echt interessieren. Das. Ja, das funktioniert. Das steht zwar nicht im Wasser, aber okay. Ist ja mal egal. So, aber wir nehmen wieder unsere Axt. Weil hier weiß man nie, wann die Jungs um die Ecke kommen. Ja, nicht wirklich, aber okay. So, dann nehmen wir den schon mal mit hier. Wo sind die anderen? Hier vorne. So, und los geht's. Dann zimmern wir uns nämlich da schön das Hausboot hin. Oh, da hat sich schon wieder eine Möwe selbst umgebracht. Auch nicht schlecht. Aber wir könnten erstmal hier zumachen. Alter Schwede. So. Kollege hat schon wieder Hunger. Nee, ist klar. So. Dann hauen wir uns mal so einen kleinen Riegel in die Birne. Und achten drauf, wann die Jungens kommen. So, da hinten liegen noch. Ich glaube, da hinten liegen noch zwei Stück. Die holen wir uns jetzt erstmal. Und dann fällen wir ein bisschen weiter. Wupp. Weißt du, nur einer oder wie? Ach komm. Ja, wir haben nur noch einen Ast. Auch nicht schlimm. Den nehmen wir auch noch mit. Gut, dann nehmen wir den jetzt erstmal mit. Und dann. So, dann machen wir hier vorne erstmal die Wand noch zu. Und dann können wir an unserem Hausboot da zimmern. Ja, das machen wir dann nämlich auch mal schön. So, jetzt müssen wir erstmal ein paar Bäumchen holen. Lalalala. Ich traue dem Braten hier irgendwie nicht. Das ist wieder viel zu still. Und so langsam gehen uns hier die Bäume aus. Ich frage mich nur, wann sie hier wieder auftauchen. Ja, wir haben schon ordentlich hier was weggeholzt. Müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen weiter in den Wald hinein.
Ja, was ich nicht ganz so witzig finde, aber blaue Beeren. Okay, da können wir uns erstmal den Magen vollschlagen. Wow, supi! So, hier scheint im Moment niemand rumzuflitzen, großartig. Dann nutzen wir einfach die Gunst der Stunde. Okay. Und achten schön darauf, dass keiner kommt. Da, 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 da. Oh, komm jetzt. Meine Fresse, braucht ihr heute wieder lang. Okay. Wohin fällst du? Ja, klar, das war klar, dass er in die Richtung fällt. Immer weiter rein. Nee, ist klar. Aber wir fällen direkt mal den nächsten Baum. Man müsste uns ja eigentlich hören, wenn wir hier die Bäume absäbeln wie die Weltmeister. Aber egal. Bäm und bumm. Jupp, der fällt auch genau richtig. Okay, wir sind hier, glaube ich, im Moment. Hallo Lizzie! Ganz gut dabei, da liegt ein Toter. Haben wir den umgebracht? Oh, den können wir gar nicht töten. Okay. Ich glaube, wir schnappen uns mal lieber die Bäume. Und flitzen los. Oh, es ist so hell. Schön aufpassen. Weil wenn die auf einmal hier aus dem Nichts auftauchen, dann kriegen wir voll einen vor den Dassel gezimmert. Lalalala. So. So, das hätten wir. Dann hätten wir jetzt gleich die Wand zumindest schon mal fertig. Und da müssen wir jetzt demnächst mal unseren Kollegen, glaube ich, so einen kleinen Besuch im Dings abstatten. Bam, bam. Ne, ich will keinen Ball. Kannst du behalten. Also hier scheint niemand zu kommen im Moment. Finde ich gut. So, schnell weg hier. Lalalala. Dann holen wir uns schnell noch ein paar Bäume, bevor die Vögel für Vögel auftauchen. Gut, den können wir auch noch gut gebrauchen. Oh, mitten im Wasser liegt auch so ein Kackstamm. Glaube ich ja wohl nicht. Wo ist denn der Rest? Ach, da hinten. Okay. Und nix wie weg hier. Nö. So, dann hätten wir auf jeden Fall die eine Trennwand, glaube ich, jetzt auch fertig. Genau. Und dann zimmern wir uns jetzt hier unser Bootshäusli. Bootshäusli. Wir können gleich mal was essen, glaube ich, ne? Also immer schön vorsichtig hier. Nee, guck mal, ob da noch was drin ist. So, dann gucken wir, ob wir hier noch was gebrauchen können. Pfiffi! Ui! Also, es ist irgendwie viel zu still. Dafür, dass hier am Anfang schon wieder Patrouille gelaufen sind, ist es jetzt so still, dass man schon Angst hat, hier rumzulaufen, weil es so still ist. Oh, du, 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 du. Hui. Ja, den können wir ja nicht fällen, ne? Ne, den kann man nicht fällen, den Baum. Warum auch immer. Oh, Pilze. Pilze. Oh, wir hauen uns Pilze in die Birne, bis wir high sind. Dann ist das alles nicht so schlimm hier.
Boah, sind wir verdammt weit gekullert hier, wa? Okay, aber hier wachsen auf jeden Fall ein paar leckere Sachen. So, jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Schwupp, schwupp. So, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, und los geht's. Also ich glaube, da brauchen wir ein bisschen länger für. Weil wir haben ja damals auch diese Blockhütte uns gebaut. Das waren, wie waren das? 82 Stämme brauchten wir dafür. Hier sind es ja dann nur mal eben 48. Das geht ja schon mal. Das kriegen wir vielleicht hin. Nicht in einer Folge, aber so mit und mit. So. Jetzt ist keiner zu sehen. Dann können wir losflitzen.